Sehr geehrtes Team vom Media Literacy Lab, vielleicht könnt ihr noch mal erklären, wie das mit den Arbeitsgruppen im Online-Kurs Kinderzimmer Productions geht. Mit freundlichen Grüßen, ihr Bernd Bieber. Sehr gerne, lieber Bernd. Wir haben natürlich eine Anleitung veröffentlicht zu unserem Kurs Kinderzimmer Productions, speziell zum Thema, wie gründe ich eine Arbeitsgruppe, was bedeutet das? Das Problem ist, dass diese Anleitung, glaube ich, 13 Seiten umfasst. Und wir sehen ein, dass das für den ersten Schritt vielleicht etwas zu viel ist. Insofern versuche ich jetzt mal innerhalb von wenigen Minuten die wichtigsten Sachen zu Arbeitsgruppen zu erklären. Man sollte davor vielleicht das andere Video geschaut haben, in dem wir grundsätzlich erklären, wie das mit den Arbeitsgruppen im Kurs funktioniert, wie viel Zeit man für den Kurs insgesamt einplanen muss etc. Aber dann die Details zu den Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen sind der Kern des ganzen Kurses. Da findet das allermeiste statt, was im Kurs stattfindet. Und diese Arbeitsgruppen werden teilweise von den Kursanbietern organisiert, aber zum größeren Teil von Menschen, die am Kurs teilnehmen, selbst. Jeder kann also eine Arbeitsgruppe gründen. Und die wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt es in diesem 13-seitigen Papier. Ich nehme jetzt mal nur die allerwichtigsten raus. Das erste ist die Frage, wie viele Mitglieder eine Arbeitsgruppe haben muss. Die Antwort lautet mindestens eins. Das ist dann streng genommen natürlich keine Gruppe, wäre aber für uns vollkommen okay, wenn es eine Person gibt, die sagt, ich möchte was machen, vielleicht mit anderen Menschen zusammen, zur Not auch alleine. Bitte loslegen. Wie groß ist der Zeitaufwand? Anderes Video. Allerdings ist wichtig für jemanden, der eine Arbeitsgruppe anbieten will, bitte sagt vorher so grob zumindest, wie groß der Zeitaufwand sein soll, damit andere Menschen, die sich dafür interessieren, das einplanen können. Also wenn jemand sich dafür interessiert und sieht, 20 Stunden die Woche, dann sollte der das besser vorher wissen, bevor er sich dafür entscheidet. Oder jemand, der sagt, ich suche gezielt was, was so ungefähr eine Stunde am Tag ist, dann könnt ihr das auch vorher schon angeben und die Menschen werden zueinander finden. Wann soll die Arbeit selbst stattfinden in diesen Arbeitsgruppen? Dafür gibt es dann ein relativ klares Zeitfenster zwischen dem 26.02.2014 und dem 8.03. Das ist ein Zeitfenster, man muss also nicht die ganze Zeit ausnutzen, sondern innerhalb dieses Zeitfensters arbeiten. Man kann früher anfangen, wenn man schon Mitstreiter und Mitstreiterin findet. Man sollte aber nicht länger machen, weil danach im Kurs der nächste Arbeitsschritt kommt, der darauf aufbaut. Nachdem man mit der Arbeitsgruppe fertig ist, das Ergebnis veröffentlicht hat, gibt es einen gegenseitigen Feedback- und Review-Prozess. Und dafür muss man eben an diesem 8.03.23:59 fertig sein. Nächster Punkt. Wer koordiniert die Gruppen, habe ich schon gesagt. Die Leute, die sie anbieten. Jeder kann das selbst anbieten. Man muss auch keine spezifische Expertise haben. Also man muss nicht sagen, ich kann eine Arbeitsgruppe starten, weil ich kenne mich mit dem Bereich sehr gut aus. Das schadet nicht, kann man durchaus machen. Es gibt aber sicher auch viele Themen, wo man sagen kann, ich möchte eine Arbeitsgruppe zu folgender Frage starten und habe nicht mehr als ein großes Interesse an dieser Frage. Das reicht aus unserer Sicht vollkommen aus. Macht auch das in der Ankündigung der Arbeitsgruppe am besten klar, damit die anderen Menschen wissen, okay, da wird gemeinsam an einem Thema gearbeitet und ich kann mich nicht da hinsetzen und dann gibt es jemanden, der mir das erzählt. Es wird auch Leute geben, die was erzählen. Es gibt ja schon eine ganz große Arbeitsgruppe, die MLab Talk Arbeitsgruppe. Die laden diverse Experten aus Wissenschaft, aus Unternehmen etc. ein, um ihre Expertise, ihre Gründungen, ihre Erfindungen, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse etc. vorzustellen. Das gibt es schon, kann man aber natürlich auch mitmachen. Muss es einen Koordinator einer Arbeitsgruppe geben? Ja. Welchen Namen soll die Gruppe haben? Was ihr wollt. Kann eine Gruppe ein Thema bearbeiten, wenn es zu diesem Thema schon eine andere Arbeitsgruppe gibt? Ja. Es gibt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf keine Überlappung oder sowas. Die Arbeitsgruppe soll genau zu der Fragestellung, die sie interessiert, arbeiten und wenn es am Ende 5 Ergebnisse zu Minecraft-Welten gibt, dann ist das gut. Muss ich die Gruppe anmelden und wenn ja, wie? Ja, über ein Formular. Das ist ganz zentral. Da müsste man vielleicht dann doch zumindest einmal hier reingeguckt haben. Da sieht man auch, was da abgefragt wird. Also die, ich glaube, 5 Seiten von den 13 ist schon eine Vorschau auf das Formular.
Dann wird im Formular abgefragt nach verschiedenen Zeiten. Es ist sehr sinnvoll für die Verbindlichkeit der Arbeitsgruppen, wenn ihr bei der Anmeldung schon sagt, folgenden Zeitplan stelle ich mir grob vor, oder wenn es Termine gibt, die unabdingbar sind, also an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit treffen wir uns irgendwo im Internet, dann solltet ihr das auch schon reinschreiben, damit Leute sich nur für die Arbeitsgruppe dann auch eintragen, wenn sie genau das zeitlich hinkriegen. Letzter Punkt, lokale Arbeitsgruppen. Man kann sich durchaus auch irgendwo treffen, jenseits des Internets. Wie sagt man? Physische Welt. Das sollte unbedingt auch bei der Anmeldung mit angegeben werden sein, damit die Bayern sich nicht unbedingt für die Arbeitsgruppe, die sich in Hamburg trifft, entscheiden. Oder genau dafür. Ist ja auch gute Motivation. Das waren die wichtigsten Fragen zu den Arbeitsgruppen. Links gibt es unter diesem Video. Und auf medialiteracylab.de gibt es sowieso alles weitere rund um diesen Kurs. In der Kurs-Community gibt es immer noch den Support-Space, wo freundliche, junge Mitarbeiter des Media Literacy Lab Teams darauf warten, Fragen zu beantworten. Mehr von dieser Stelle für heute nicht. Hoffentlich bis bald. Alles Gute und tschüss.